willkommen zum ersten Vlog in 2018. Ich habe mir gedacht, ich fange jetzt einfach mal mit einer neuen Vlogwoche an. Ich hatte irgendwie gerade Lust da dazu und wollte mal wieder ein bisschen mit euch quatschen. Und ja, dachte mir, setz dich jetzt vor die Kamera. Du hast ein Paket bekommen, das kannst du gleich noch mit auspacken. Und ja, deswegen dachte ich, ich fange mal mit dem Vloggen an. Ja, was gibt es Neues zu berichten? Ich habe eine neue Brille, wie ihr seht. Sie ist jetzt ein bisschen größer wie die alte. Und ja, ich bin auch sehr glücklich mit der Brille. Ich mag sie sehr. Ansonsten ist nicht viel passiert in meinem Leben, außer an Weihnachten. Diejenigen, die mir jetzt nicht auf Facebook folgen, werden das wahrscheinlich noch nicht wissen. Aber ich werde dieses Jahr noch heiraten. Oh mein Gott, das ist immer noch so unwirklich. Ich und heiraten. Das ist irgendwie immer noch eine ganz komische Vorstellung. Ja, aber das ist so das Ereignis für mich dieses Jahr. Und da das meine Traumhochzeit werden soll, muss ich einige Abstriche machen dieses Jahr. Was für mich zum Beispiel heißt, dass ich nicht auf die Buchmesse fahren werde. Definitiv nicht nach Leipzig. Und was im Oktober dann ist mit Frankfurt, weiß ich ehrlich gesagt aktuell noch nicht. Da muss ich gucken, wie es dann finanziell aussieht. Aber für mich heißt es im Moment erstmal sparen, 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 sparen. Das heißt, ich werde auch nicht mehr so viel Geld in Bücher investieren können in nächster Zeit. Aber die Bücher, die ich unbedingt haben möchte, gerade auch um meine Reihen voll zu kriegen und sowas, die werde ich mir schon noch irgendwie mal leisten zwischendurch. Aber ansonsten muss ich mich echt jetzt dieses Jahr erstmal ein bisschen einschränken, denn ja, das hat nun mal Vorrang. Und ich bin immer noch irgendwie so in diesem, es ist irgendwie immer noch alles sehr unwirklich. In dieser Spanne bin ich irgendwie immer noch, aber ich freue mich sehr. Und ihr braucht keine Angst haben, ich werde euch jetzt hier nicht regelmäßig mit irgendwelchen Hochzeitskram voll quatschen. Das wollt ihr nicht, das will ich nicht. Und ja, ihr habt jetzt die Info. Ich freue mich dieses Jahr noch sehr, 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 sehr darauf und ja, bin schon ganz happy. Wir haben den ersten wichtigsten Schritt auch schon gemacht und haben soweit mit dem Termin und alles geklärt. Und ja, mehr soll es an dieser Stelle jetzt auch nicht zu sagen geben. Ich habe heute früh schon ein Buch beendet und zwar habe ich gelesen Versprechen der Sehnsucht von Nalini Singh. Ich war ja auch so erschrocken, als das Buch hier ankam. Ich habe mit einem Taschenbuch gerechnet und dann ist das so ein großes Buch wie eine Klappbroschüre, obwohl es keine Klappbroschüre ist, sondern nur ein Taschenbuch, aber ich dachte, oh mein Gott, ist dieses Buch groß und es ist dick und oh mein Gott. Es sind in diesem Buch ja 4 Kurzgeschichten drin von Nalini Singh. Und dann lese ich aktuell noch Engelsblut. Das ist der 3. Teil von der Gilde der Jäger. Ich hatte mir vorgenommen, jeden Monat einen Teil zu lesen, dass ich hier so langsam mal vorwärts komme und die Reihe auch weiterlese, so wie ich es damals mit der Gestaltenmantelreihe ja auch gemacht hatte. Da habe ich auch immer jeden Monat ein Buch gelesen, dass ich die Reihe einfach mal vollkriege. Und ja, ich muss sagen, der 3. Teil zieht sich ein bisschen wie Kaugummi. Ich muss sagen, bei der Gilde der Jäger ist alles sehr politisch. Also diese Engelspolitik und was da alles noch dran hängt, das ist nicht so meins. Also da mag ich die Gestaltenmantelreihe mit ihren Rudeln und den Medialen und das alles viel, viel lieber. Es ist jetzt auch der 3. Band mit diesen Pärchen und ich muss sagen, ich bin froh, wenn ich den Band überstanden habe. Ich mag die beiden als Paar zwar sehr, aber das ist wie gesagt jetzt der 3. Teil mit den beiden und ich möchte dann doch irgendwie gerne mal was anderes lesen. Aber ich habe jetzt hier ungefähr noch 100 Seiten, glaube ich, knapp. Ja, ein bisschen, ja genau, 100 Seiten habe ich noch und dann bin ich damit durch. Und ja, dann werde ich nächsten Monat den 4. Teil lesen und da geht es um Dimitri und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Und es ist eine nette Geschichte, aber es ist jetzt definitiv einer der schlechteren Teile bisher von der Reihe und es haut mich jetzt auch definitiv nicht um. Deswegen mache ich 100 Kreuze, wenn ich das Buch heute vielleicht dann noch fertig gelesen habe. Ja, kommen wir zum nächsten. Ich habe ein Paket bekommen heute von der Post. Juhu! Ich weiß, was da drin ist und ich freue mich schon mega doll auf dieses Buch, was da drin ist und ich werde es jetzt mal auspacken. Ich habe nur keine Schere mit hierher genommen, ich Trottel. Moment, ich muss mal gucken, dass ich das irgendwie so aufkriege. Oh, scharf, das Paket ist offen. Und, oh, da ist es. Oh, da ist es. Da ist es. Und es ist geknickt, aber egal. Ich habe bekommen Angel Fall am Ende der Welt. Das ist der 3. Teil der Angel Fall-Reihe von Susan E. Und ich bin so happy und ich freue mich jetzt schon mega auf den Teil. Das ist der letzte Teil, das ist das große Finale. Und ja, wenn ich das Buch gelesen habe, habe ich natürlich wieder eine Reihe beendet. Ich freue mich schon so. Und seht ihr das hier? Es ist so ein bisschen geknickt, aber naja, mein Gott, es steht ja eh so im Regal. Also von daher ist das nicht so schlimm. Ja, ich freue mich. Das heißt, ihr kriegt bald eine Reihenvorstellung zu Angel Fall. Und ich bin happy auf jeden Fall und freue mich sehr über das Buch. Und ich habe es ja vom Verlag netterweise bekommen und habe mich auch riesig drüber gefreut. Und ich bin so gespannt, wie das jetzt hier ausgeht in diesem Teil. Ne? Also das Ende vom 2. war ja schon so, oh mein Gott. Also allgemein, der 2. Teil, den fand ich so richtig gut. Ich fand diese Auflösung, was da alles passiert ist, richtig gut. Und oh, es war so gut. Deswegen bin ich so happy jetzt auf den 3. Und ich will dieses Buch auf jeden Fall mit Sina zusammenlesen. Mal gucken, ob Sina das Buch heute auch bekommen hat und wann wir damit starten können. Und ja,
we will see, we will see. Das war jetzt auch soweit erstmal alles, was es von mir zu berichten gibt. Wie gesagt, Angelfeuer werde ich dann demnächst lesen. Ich muss unbedingt noch drehen. Ich habe noch Bücher aus dem Dezember, die ich euch noch vorstellen wollte, die ich im Dezember noch gelesen habe, die ich noch gar nicht abgedreht habe. Aber so ist das. Ich weiß nur noch nicht, wann ich zum Drehen komme. Wahrscheinlich morgen. Dann kann ich morgen den ganzen Tag noch schneiden. Muss ich mal gucken. Das ist halt... So ist das Booktube-Leben. Man muss halt gucken, wie man sich organisiert. Aber ja, ich freue mich schon sehr morgen aufs Drehen. Und mehr gibt es an dieser Stelle eigentlich auch nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns später. Bis dann. Heute ist Mittwoch, der 17. Januar und ich sage euch, heute den Tag, den kann ich abhaken, den werde ich aus meinem Kalender streichen. Der Tag heute ist so eine Katastrophe, das glaubt ihr nicht. Dieser Vlog wird schon wieder der reinste Laber-Vlog, aber ich komme nicht dazu, hier irgendwas anderes zu filmen, weil es draußen dauerhaft schneit und regnet und ich will die Kamera da echt nicht mit rausnehmen, weil ich Angst habe, die mir kaputt zu machen. Und ja, zum 100. Mal filmen, wie ich mir einen Kaffee koche oder irgendwas zu essen mache, wollte ich jetzt auch nicht. Deswegen wird das hier wahrscheinlich ein reiner Laber-Vlog und ja, verzeiht mir auf jeden Fall, was das betrifft. Aber ich habe heute nochmal Post bekommen und ich dachte, die packen wir zusammen aus und ich zeige euch, was da drin ist. Aber erstmal kurz dazu, warum mein Tag heute so beschissen ist. Mein Freund hatte einen Autounfall. Und wer unsere Vlogs schon länger guckt, weiß ja, was wir für ein Auto haben. Und es tut einfach nur weh, wenn man weiß, dass dieses Auto kaputt ist. Ich meine, ich bin in allererster Linie erstmal froh, dass meinem Freund nichts weiter passiert ist. Ich meine, er sitzt gerade beim Arzt, weil dem ein bisschen der Nacken wehtut und so. Und lieber einmal drüber gucken lassen, bevor dann doch später irgendwas ist. Aber es ist ihm so im Großen und Ganzen erstmal nicht was Schlimmes passiert, Gott sei Dank. Aber unser Auto ist kaputt. Unser schönes Auto. Und das tut mir in der Seele weh, dass unser Auto kaputt ist. Oh, ich meine, es wird ja repariert, weil mein Freund ist nicht schuld am Unfall. Aber es ist trotzdem erstmal ärgerlich. Man hat wieder einen Haufen Rennereien, Papierkram, man muss alles organisieren. Und ja, es ist einfach alles zum Kotzen. Und ja, unser Auto ist kaputt. Yay. Das heißt für mich, morgen und übermorgen muss ich Straßenbahn fahren, weil wir keinen Ersatzwagen haben. Wir kriegen am Freitagnachmittag von der Werkstatt ein Auto, aber die hatten jetzt heute wohl keins da, deswegen müssen wir da bis Freitag warten. Und ja, das heißt für mich die nächsten zwei Tage Straßenbahn fahren. Das heißt, ich muss ziemlich früh los hier zu Hause, denn mit dem Auto bin ich zwar in 5 Minuten auf Arbeit, aber wenn ich eine Bahn fahre, brauche ich ungefähr eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde. Ich weiß es nicht, ich muss das morgen mal austesten, wann ich dann hier am besten loslaufe. Und ja, so ein Scheiß. Ah, so ein Kacktag. Und ja... So ist der Stand der Dinge und ich würde sagen, wir packen jetzt erstmal fix meine Päckchen aus und gucken mal, was da so drin ist. Da, 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 ihr seht es schon. Ich habe es jetzt mir endlich gekauft. Size, die Hüte des Todes. Wow. Kommen wir zu diesem Paket hier. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Es ist ein Paket vom Pieper Verlag. Und ich weiß nicht, was das sein könnte. Ich habe keine Ahnung. What is das? Ein Kettchen. Wie süß ist das denn? Guckt mal. Voll süß. Diamonds for Love. Voller Hingabe. So, Bücher sind ausgepackt. Also wir haben hier einmal... Size von Neil Schusterman, das habe ich mir jetzt endlich noch gekauft. Und das Paket vom Pieper Verlag ist ein Buch, was ich nicht angefragt habe. Und zwar, sie haben gedacht, dass das vielleicht was für mich wäre, wie das halt immer so ist mit den Büchern. Und zwar, es heißt das Buch
Love Diamonds voller Hingabe. Und dieses Buch glitzert wie Sau. Ich weiß nicht, sieht man das in der Kamera? Ja, so, hier sieht man. Seht ihr das? Oh, krass, oder wie das glitzert? Alter. Aber ich freue mich total, dass ich das bekommen habe vom Verlag. Richtig, richtig cool. Und wo ich gerade Piper Verlag sehe, fällt mir ein, dass ich da noch ein Buch anfragen wollte. Gute Erinnerung, Gwen. Danke, Piper Verlag. Ein Paket habe ich noch, was ich auspacken kann, wo keine Bücher drin sind. Ich weiß aber gerade nicht, ob ich euch das zeigen sollte oder nicht. Weil ich nicht weiß, wann dieses Video online geht. Ah. Dann muss ich dieses Video nach dem 5. Februar online stellen, denn da ist Sina ihr Geburtstagsgeschenk mit drin. Also, also ein Teil von ihrem Geburtstagsgeschenk. Deswegen wäre das doof, wenn ich das Video dann vorher online stelle. Ich kann mich ja noch entscheiden beim Schneiden, ob ich das mit reinmache oder rausschneide. Und ich mache jetzt einfach mal auf und filme das mal. Und dann könnt ihr ja gucken oder auch nicht gucken, ob ihr das seht oder nicht. Mal sehen. Oh, riecht das krass. So, ihr habt jetzt bestimmt gesehen, was ich ausgepackt habe. Es sind Kerzen, aber es sind nicht irgendwelche Kerzen. Ich habe diese Kerzen bei His and Her Books auf Instagram gesehen. Ihr kennt sie bestimmt, His and Her Books, das ist ja die liebe Steffi. Und ja, und sie hat auf Instagram ein Foto gepostet, wo ich diese Kerzen gesehen habe. Und ich fand die Kerzen einfach mal wunderschön. Also allein schon von der Farbe her finde ich die mega cool. Und am tollsten fand ich das, was vorne drauf ist. Deswegen habe ich es auch bestellt. Total krank. Ich habe eine Kerze bestellt wegen dem Sticker, der vorne drauf ist. Nämlich... Bam, 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 bam. Rysand! Hier steht Rysand drauf und hier steht Romantik, Stärke, Liebe, Loyalität. Rysand. Oh, oder Rysand oder ach, wie auch immer man den jetzt ausspricht. Ja. Und ich fand die Kerze einfach so schön. Ich glaube, ich werde die auch niemals anbrennen. Die sind einfach zu schön. Guckt mal. Und ja, ich habe die auf dem Foto gesehen und habe echt gedacht, so geil, für Instagram-Fotos sind die Kerzen mega cool. Wenn ich irgendwann mal wieder Instagram-Fotos mache. Ich habe da schon seit Wochen nichts gemacht, nicht böse. Und ja, und dann habe ich passend zu Rysand noch Fea gekauft. Und auch die Kerze ist richtig schön. Die hat so einen richtig coolen Farbverlauf. Seht ihr das? Boah. Fänd ich voll cool. Ha. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, ich habe die bei der Steffi gesehen, bei His and Her Books, und habe sie dann angeschrieben und habe gefragt, wo hast du die Kerzen her? Ich muss die haben. Und ja, sie hat mir dann gesagt, wo sie die gekauft hat. Und da habe ich dann gleich zugeschlagen und mir die zwei Kerzen bestellt. Und eine Kerze habe ich noch für Sina bestellt zum Geburtstag. Sie kriegt auch die Feya-Kerze. Und ja, deswegen wird dieses Video wahrscheinlich jetzt erst nach dem 5.2. online gehen. Und die Kerzen voll schön. Oh, sie sehen so toll aus. Und die riechen richtig gut. Also die hier riecht noch stärker wie die Rysand-Kerze. Und ja, voll cool. Voll, voll cool. Heute ist wie Weihnachten. Ich habe zwei Bücher bekommen und Kerzen. Und ich meine, gut, die Kerzen habe ich ja selber bezahlt, wie das eine Buch auch. Aber egal, ich freue mich voll. Juhu, dieser Scheißtag doch noch was Gutes. Und ja, jetzt. Was mache ich jetzt? Jetzt werde ich lesen. Ich kann euch ja eigentlich auch mal sagen, was ich lese. Boah, ich labere jetzt so bestimmt schon insgesamt 10 Minuten, wenn nicht noch länger. Aber dann wird das ja halt ein Labervlog. Ja, ich lese gerade... Ich zeige es euch. Gott. Ich habe nämlich gestern mit der lieben Sina den dritten Teil von Angel Fall angefangen, nämlich diesen hier, Am Ende der Welt. Und da lesen wir heute noch 100 Seiten. Und ja, dieses Buch, ne, die ersten 50 Seiten gestern gelesen. Ich war sofort wieder drin in der Geschichte und... Ich meine, so kleine Details merke ich, dass die mir schon irgendwie verloren gegangen sind im letzten Jahr. Das Grobe weiß ich noch und es ist so toll geschrieben, ne? Also kann man nicht sagen, Susan E., da kann man nichts anderes sagen, außer dass Susan E. richtig, richtig toll schreibt. Und ja, da freue ich mich schon drauf, das weiterzulesen. Wenn ich dann noch Bock habe zu lesen, werde ich hier noch ein bisschen weiterlesen. Orphan X von Craig Hurwitz. Ich muss sagen, dieses Buch ist ein bisschen schwierig für mich, weil ich jetzt nicht so in diesem Agentenkosmos drinne bin. Hier sind sehr viele Begriffe und Erklärungen zu irgendwelchen Waffen drin. Und wo ich dann da sitze und denke so, hä? Was? Sag doch einfach, ist eine große Kanone oder ist eine kleine Kanone? Nein, dann wird da genau das, die Waffe beschrieben, mit welchem Magazin und welchem Schuss und was für ein Ventil, nein, was für ein Profil. Und ich sitze dann und denke, ja, und dann werden die Schusswinkel analysiert und eieiei. Das ist schon ein bisschen schwierig für mich, wie gesagt, weil ich in dieser Thematik nicht drin stehe. Aber das Buch ist auch echt
zwischendurch richtig witzig. Deswegen freue ich mich da schon weiterzulesen. Und ja, ich habe gestern auch ein Buch abgebrochen. Ich habe das erste Buch dieses Jahr abgebrochen und das gleich nach 14 Tagen. Das Jahr geht gut los. Und zwar habe ich den zweiten Teil von Night School abgebrochen. Ich habe die ersten 100 Seiten gelesen und ich war so genervt von der Protagonistin. Ich war so genervt von ihrer ganzen Art und Weise. Und ich weiß jetzt schon, dass sich das in diesem Buch nicht mehr ändern wird. Und diese Erzählweise hat mich auch ein bisschen genervt. Und diese ganzen Umstände auf diesen ersten 100 Seiten habe ich nur gedacht, so hallo? Geht's noch? Und ja, nee. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf das Buch. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf das Buch und habe mir gedacht, nein, Vorsatz für dieses Jahr, verschwende nicht deine Lesezeit mit Sachen, die du eigentlich gar nicht lesen möchtest. Und deswegen habe ich das Buch jetzt abgebrochen. Das habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich letztes Jahr dann doch durch das ein oder andere Buch ein bisschen durchgequält, obwohl ich eigentlich keine Lust mehr hatte, es zu lesen, weil ich einfach dachte, okay, bring es zu Ende. Aber ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, meine Lesezeit wirklich zu genießen und nicht mehr mit jedem Rotzbuch zu verschwenden, nur damit ich es gelesen habe. Und ich mir denke, ja komm, so schlimm ist es doch eigentlich nicht, kannst es doch zu Ende lesen. Nein, ich werde jetzt dieses Jahr rigoroser sein, was das betrifft. Ja, und deswegen habe ich jetzt Night School abgebrochen. Alle da draußen, die Night School toll fanden, sorry, aber ich bin für dieses Buch, glaube ich, einfach zu alt. Die Protagonistin ist so kindisch in ihrem ganzen Verhalten. Ich habe gestern nur gedacht, was läuft denn bei der schief, bitte? Und auch die anderen Charaktere drumherum, das hat mir alles nicht mehr gefallen. Das hat alles für mich nicht mehr gepasst und deswegen, tata, habe ich halt abgebrochen. Und ja, freue mich jetzt auf Angel Fall und Orphan X und mal schauen. Danach lese ich auf jeden Fall erstmal Götterfunke. Vielleicht danach noch Size. Mal gucken. Aber Götterfunke will ich seit November lesen und ich tue es nicht. Meine Fresse. Ich muss echt dieses Buch lesen, aber irgendwie kommt immer ein Rätsel-Exemplar oder irgendwas anderes da dazwischen. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Ach ja, so ist das, ne? Naja. So, ich habe jetzt viel zu viel erzählt und viel zu lang. Es sind bestimmt 20 Minuten Glaube, was ich hier habe. Es tut mir voll leid. Jetzt lese ich erstmal Angel Fall und ich würde sagen, bis später. Und ich habe hier irgendwo ein Haar, was mich krabbelt. Was ist denn das? Ja, dieser Vlog ist etwas chaotisch. Wir haben heute den 2. Februar. Ich habe den letzten Teil von diesem Vlog Mitte Januar gedreht. Ich habe den Vlog angefangen und habe dann in der Woche gemerkt, dass es mir irgendwie immer schlechter ging. Und danach in der Woche war ich auch komplett krank. Da hat es mich komplett ermittelt und deswegen habe ich den Vlog dann nicht weitergemacht. Ich wollte den dann aber auch nicht einfach so enden lassen. Und ich habe mir gedacht, ich treffe mich heute mit der Steffi in der Stadt und gehe heute Nachmittag mit meinem Freund nochmal in die Stadt und nehme euch da einfach heute den Tag nochmal mit, um den Vlog irgendwie ein bisschen abzuschließen. Und ja, das wollte ich eigentlich erstmal nur sagen an dieser Stelle. Also ich vlogge heute nochmal den Tag und dann beende ich den Vlog heute Abend und dann habt ihr ein bisschen einen chaotischeren Vlog. Ich habe beim letzten Mal auch keine Zwischensequenzen großartig filmen können, weil es da einfach so schlechtes Wetter war. Es hat die ganze Woche geregnet und geschneit und heute ist trockenes Wetter, deswegen habe ich die Kamera auch dabei und ich hoffe, ich kann heute noch ein paar schöne Bilder für euch einfangen und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache mich jetzt erstmal weiter auf den Weg in die Stadt und nehme euch natürlich mit und ich würde sagen, bis dann!
gerade gedreht und wollte jetzt gerade die Dateien auf den Rechner schieben und da fiel mir doch gerade auf, ich habe mich gestern gar nicht nochmal bei euch gemeldet, um den Vlog zu beenden. Also das ist wohl der chaotischste Vlog aller Zeiten. Es tut mir voll leid, dass es so ein Chaos ist diesmal, aber wie gesagt, ich war ja dann krank und dann konnte ich den anderen Vlog nicht weitermachen und deswegen... Egal. Ich hatte gestern auf jeden Fall einen richtig schönen Tag mit der Steffi in der Stadt und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ich war dann gestern Nachmittag mit Schatzi nochmal in der Stadt, weil wir noch was erledigen mussten und dann haben wir uns einen schönen Nachmittag gemacht, weil der Kleine war gestern mal bei meiner Mama und hat dann auch dort geschlafen. Und ich habe ihn jetzt aber schon wieder abgeholt, also Stinky ist hier wieder bei mir. Der liegt hier unten in seinem Körbchen. Ich dachte, ich zeige euch aber noch kurz die Bücher, die ich geshoppt habe. Und zwar sind das meine ersten Neuzugänge quasi für den Februar. Und ich habe gekauft Folgendes, nämlich Rain, das tödliche Element von Virginia Bergin, was auch immer. Dieses Buch hat mich jetzt 5,99 € gekostet. Ich weiß, dass die Meinungen zu Rain ziemlich auseinandergehen und dass viele dieses Buch nicht mochten und schlecht fanden. Aber ich finde trotzdem, dass es sehr, sehr interessant klang und ich hatte einfach mal Bock auf diese Geschichte und habe mir gedacht, ach komm, für 6 € kannst du nichts falsch machen. Selbst wenn dir das Buch nicht gefällt, dann sortierst du es irgendwann einfach mal wieder mit aus. Aber ich fand halt einfach, dass es sich ganz, ganz toll angehört hat. Und ja, dann habe ich noch mir gekauft, natürlich den neuen Teil der Gestaltenwandlerreihe, Silbernes Schweigen. Das ist der erste Teil der zweiten Staffel und zwar heißt die Age of Trinity. Und oh, ja, ich freue mich schon so, dieses Buch hier mitzulesen. In diesem Buch geht es ja um Silver Merchant und um, wie heißt er? Valentin Nikolev. Und das Ganze spielt jetzt in Russland und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Und ja, freue mich auf jeden Fall jetzt auf die neue Staffel, auf die neuen Charaktere und bin gespannt, wie sich diese Welt weiterentwickelt. Und oh, ich bin so happy. Ja, das habe ich mir noch gekauft. Und dann habe ich mir noch gekauft dieses Schätzchen hier, wie die Stille unter Wasser. Und oh, dieser Mann da vorne drauf, ne? Ach, Leute. Das ist ein Mann nach meinem Geschmack. Also wenn ihr mal wissen wollt, auf was für Männertypen ich so stehe. Der muss jetzt nicht zwingend nass sein, aber so ist schon ein ganz netter Anblick, finde ich. Dieser Mann, oh, dieser Bart, oh, ja, die Haare, oh, I like. Haltet mich jetzt wieder für bekloppt. Aber ihr wisst, ich mag ja so rustikale Männer mit Bart und auch so Holzfällerhemden und wenn die ein bisschen muskulöser sind. Und ja, das ist so voll mein Geschmack. Mein Freund flucht ja auch schon immer, denn er kann sich keinen Vollbart wachsen lassen, weil bei ihm die Haare hier so komisch wachsen. Also er hat ja einen Bart, aber was erzähle ich euch das eigentlich? Das interessiert euch wahrscheinlich gar nicht. Egal. Ja, auf jeden Fall ist das hier so ein Mann rein optisch gesehen mal nach meinem Geschmack. Und ja, ich freue mich schon sehr auf die Geschichte. Sina hat es ja schon gelesen. Ich weiß, dass Sina es nicht so mochte. Annika hat es auch gerade noch am Wickel und liest es. Ihr gefällt es bisher sehr gut. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie mir die Stille unter Wasser gefallen wird. Aber ich musste dieses Buch haben, allein wegen dem Cover. Dieses Buch wird dann auch so in meinem Regal stehen, ich sage es euch. Also wenn ihr die nächste Bücherregaltour seht, werdet ihr dieses Buch dann so in meinem Regal stehen sehen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Geschichte und bin sehr, sehr glücklich, dass ich ihn jetzt gekauft habe. Und ich glaube, der Vlog wird jetzt auch wieder extrem lang, weil ich im Vorfeld ja schon extrem viel gelabert habe und es tut mir auch voll leid. Und ja, mehr gibt es jetzt auch nicht zu erzählen. Ich beende jetzt diesen Ende Januar, Anfang Februar Vlog einfach und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis dann, macht's gut, tschüss.